Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario 64 mit mir, dem Terminus. In der letzten Folge haben wir bestimmt irgendwas gemacht. In der letzten Folge waren wir, glaube ich, in Gulliver Gumba. Also mal, wenn ich Pausen mache, also vor ein paar Tagen bei Aufnahmen. Weg, alles. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall waren wir im ersten Stock. Das weiß ich noch, das war letzte Woche. Und... Hahaha, leckt mich. Machen hier noch ein paar Level. Hier gibt es tatsächlich noch ein... Eins auf jeden Fall, was wir noch gar nicht gemacht haben. Aber ich will jetzt erstmal hier rein. Weil das Level ist eigentlich schon... Ist ein Level? Top of the Town. Aber es ist halt ein Level, ein Wasserlevel, wo ich finde, designtechnisch hat Bob Oms Bombenberg viel mehr. Das ist schade, weil Bob Oms Bombenberg ist das erste Level. Ich mache gerade was falsch, weil oben ist, glaube ich, zu, oder? Boah, zum Glück habe ich, zum Glück hat mein Gesicht an der Wand den Aufprall gebremst, ey. Aber ich glaube, Wasser wegmachen ist richtig im Moment. Kann ich... Okay, ich brauche dich mal ganz kurz, meine freundliche Maschine. Du guckst so super behindert, aber... Das ist super unfair. Man kann nichts machen, wenn man... Lecker schmatzt. Einmal. Ein bisschen Leben haben wir noch. Oh, war das gut? Nein. Weiß nicht. Es hat mir aber genauso viel Schaden gemacht, obwohl ich vorhin von höher gefallen bin. Ihr versteht? Jetzt hätte ich doch wieder gern ein bisschen höheres Wasser. Da du komm. Alter, Lakitu. Pass mal auf, du wirst gefeuert. Pass mal auf, warte. Wie war das? Kann ich. Man kann doch Marius. Warte. Lakitu muss ich in dem Level leider feuern. Aber so, guck mal. So geht das, oder? Es zoomt zwar im Wasser super nah ran, aber ist ein Wasserlevel ohne Wasser für heute. Nix gibt's, mein Freund. Kann ich dich nicht rausziehen irgendwie? Ich kann dich reinschieben und krieg eine 1. Weil ich bin eine 1. Leck mich, leck... Nein, ich kann nicht aufstehen! Das ist so unfair. Also die sind uncool, die Dinger. Brauche ich dich? Ich brauche dich sogar, um hochzukommen. Ich habe keine Wahl. Keine Wahl! Oh, ich will nicht gepritzelt werden. Er steht aber auch so langsam auf. Dann macht das mit Absicht, der kleine Fratz. So. Du bist nicht Top of the Town, oder? Absolut nicht. The mystery of the wet or dry and where does the solution lie? The city welcomes visitors with the depths they bring as they enter. Ach ja! Je höher du in das Bild springst, desto mehr Wasser ist am Anfang drin. Ich glaube, es gibt nur zwei Level, die so eine Mechanik haben. Warte, das geht noch gar nicht. Oder sehe ich das jetzt falsch? Sehe ich das? Nein, doch, nein. Das ist ein Stern. Aber ich glaube, das ist ein anderer Stern als den, den ich will. Aber ganz ehrlich... Wenn er da schon ist, dann nehme ich den noch mit. Da war nicht genug Wasser. So. Easy. Stern. Ja, mal gucken, was das für ein Stern war. Ich würde hier gerne schon noch ein, zwei Sterne holen. Express Elevator, hurry up. So, hurry musste ich jetzt aber nicht. Gehen wir mal höher rein. Und jetzt müsste das Wasser auch höher sein. Ja, Top of the Town. Ich glaube, für die Mission müssen wir... Passt auf. Passt auf, ich versuche was. Terminus versucht was. Kann nur gut werden. Da oben ist wieder so ein Wrestle-Guy. Ich weiß nicht, wie die heißen tatsächlich. Also rede ich hier Bullshit. Mario, du und dieses Level müssen sich jetzt aber ein bisschen vertragen langsam. Übrigens, nein. Lakitu, du... Nein. Logisch. What? So, dann eben mit Wandsprung. Mit dem guten alten Mario Wandsprung. Vollgas!
Vollgas! Vollgas! Vollgas! Das war... Warte, was? Also der Stern war jetzt gefühlt noch leichter als der andere. Das war jetzt aber nicht... Doch. Okay. Wie du meinst. Ey, wir machen das mal hoch, das Wasser, weil es ist viel schwerer, es hoch zu bekommen, als runter. Secrets in the Shallows and Sky. Ich glaube, das hat mit den Zahlen zu tun. Und das ist doch ganz praktisch, dass ich das Wasser eigentlich noch eine Ebene tiefer bräuchte. Ist hier zufällig ein Schalter? Du bist ein Schalter, der es, glaube ich, auf die perfekte Tiefe bringen würde, die ich im Moment bräuchte. Nein! Nicht wirklich. Ein tiefer Boy noch. Du siehst aus wie ein tiefer. Eigentlich ist das ganz cool gemacht, dass du das Ganze, den ganzen Wasserspiegel ändern kannst. Eigentlich ganz cool. Ich hasse mein Leben trotzdem. Hui! So. Genau, das nehme ich über diese Kisten und Dinger. Und die geben mir Zahlen. Und ich hoffe, das sind nur 5 Stück insgesamt. Da war nicht meine Zahl. Danke. Ah, der Kamera. Lakito, was machst du schwer? Nein. Da oben auf jeden Fall so eine Box mit so einer Zahl. Alter, Mario. What? Was war das gerade für ein Momentum, das ich hatte? Can't see shit. Boah, Alter. Easy, würde ich sagen. Oh, man kriegt das Ding wieder. Ja gut, das wusste ich nicht. Hatte irgendwie im Kopf, dass das danach weg ist. Aber hey. Machen wir dich auf. Wir kriegen viele Münzen davon. Aber hey, brauche ich nicht. Ich bin Profi. Jetzt müssen wir den Wasserspiegel wieder senken. Alter, die Mario Cam unter Wasser. Warum ist die so nah? Ich habe die doch auf weit eingestellt. Also, lecker Schmatze, mein Freund. Spinne. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss das Wasser nochmal eins senken. Nee, ich muss das nochmal eins senken. Das ist 3. Wo war 5? Nein! Oh, ich wollte springen. Wo senke ich dich denn nochmal? Ich glaube, da hinten in der Ecke. Düpp, düpp, düpp. Ich finde, die Musik passt auch viel besser zu dem, zur grünen Giftgrotte. Die Musik ist super cool, aber die passt irgendwie nicht zum Level, meiner Meinung nach. Meine Meinung ist natürlich nicht das Nonplusultra. Aber ich finde, die grüne Giftgrotte hat dafür besser zu gepasst. So einfach ist das. Leute, das war 5. Das sind 2 direkt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also vom Level-Design, ich meine, ja, cool, war jetzt einfach. Jetzt muss ich das Wasser wieder etwas höher bekommen. Du wirst nicht reichen. Ah, okay, Lucky, du weißt, du bist wieder eingestellt. Komm her. Da kann ich doch das Wasser auf meine Wünsche einstellen. Du bist eigentlich nur dazu da, meine Kamera so zu drehen, dass ich was sehen kann, Lakito. Warum kannst du das nicht? Unzufriedenstellende Arbeit hier. Hüpf! Go. Hallo Feuer? Du kannst mir gar nichts, ich habe einen Stern. Ich nehme auf, oder? Ich glaube. Ja. Sieht so aus. Seven continue. Machen wir wieder hohes Wasser. Einen machen wir noch, go to town for red coins. Genau. Soll ich gerade die 100 Münzen Challenge machen? Oh, ich weiß nicht wirklich. Ich meine, man hat extrem viele Münzen bekommen, gefühlt von diesen Boxen. Ich versuche mal, einfach die Boxen nochmal zu öffnen, die Münzen zu holen. Und so, um nicht wieder irgendwo runterzufallen. Ein
paar Münzchen bekommt man schon, so ist es ja nicht. Ich glaube, da oben waren ja... Alles klar, Mario. Wie du willst, ist es mir auch egal. Dreh die Kamera weiter! Oh. Nakito, du Stückkot! Weißt du, du Stückkot! Jetzt sehe ich nichts mehr. Dann hole ich noch die Münzen. Ja, komm, wir haben schon 20 Münzen. Wir machen jetzt die 100 Münzen. 100 Sterne. Wir machen in der Folge auf jeden Fall noch 100 Sterne, Leute. Easy, oder? Das war eindeutig nicht so viel wie erwartet. Flieg! Ja, 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 ja. Alter. Ein paar Münzen kriegt man schon zusammen hier. Hahaha. Ha, ha. Und wir haben noch nicht eine rote Münze gesammelt, weil die sind wohl ganz anders in diesem Level. Mario, du bist so ein Stück, ey. Manchmal bist du einfach ein Stück. Ja, ja, nehme ich immer Anlauf, weil du bist ein Stück. Das ist nicht wahr. Geh da einfach hoch, Mario. Was ist dein Problem? Ja, also, und jetzt Wandsprung. Und jetzt Wandsprung. Lucky, du kannst mit der Kamera nichts anfangen. Geh da hoch. Nein, weißt du was? Mario kann auch Kameras nutzen. Kannst mir am Arsch lecken. Vollgas! Nichts Böses kann mir passieren, wenn ich Vollgas gebe. Oh, ne, hier war nur ein Stern drin. Das wollte ich nicht. Also die Mario Camp ist hier außerhalb vom Wasser. Eindeutig besser. Da waren zwei. Und innerhalb vom Wasser muss die Akito Camp her. Schrecklich. Da war auf jeden Fall gerade was Interessantes. Ey, ich setze mal das Wasser auf Null. Hat seine Gründe, keine Sorge. Und die sind nicht, dass ich total verblödet bin. Und ich bin Profi. Jetzt triff auch Mario, das wäre mir ein Anliegen. Und wieder hochschwimmen, um noch zu heilen. Und zack. Jetzt kann ich nämlich hier noch ein paar Sachen kaputt machen. Wie zum Beispiel dich. So kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Münzchen zusammen. Nice, nice, nice. Die Hälfte habe ich. Und ich kriege noch 16 Münzen allein durch die roten. Muss ich, weil die zählen doppelt. Hier kriege ich noch wahrscheinlich eine gewisse Anzahl. Oh. Das könnte super easy werden. Man müsste... Also wie das gerade aussieht, müsste ich wahrscheinlich gar nicht in die... Lucky, du, warum kannst du nicht hinter mich kommen? Guck mal. Ach, du bist doch... Ja, geh am besten in den Stein und mach komische Kamerabewegungen. Weißt du, Kameraführung bei Lucky, du, ich... Bis zu Mario Kart 8 hat sie sich auf jeden Fall verbessert. Davor war die nämlich... gewöhnungsbedürftig. Ich bräuchte noch zwei von euch kleinen Fratzen. Eins... Und ich glaube, oben wird wahrscheinlich auch noch eine sein. Was wollte ich überhaupt? Ja, stimmt. Warte. Warte, warte, warte. Nakito kann mich mal hart am Arsch lecken. Weil er kann mit seiner Kamera überhaupt nichts anfangen. Also, ach komm. Das tue ich mir gar nicht an. Irgendwo müsste ich einen rosa Bob-Omb finden. Weil ich meine, da ist eine Kanone, die noch nicht offen ist und die brauche ich. Wo finde ich dich? Bobos van Ombus. Wo finde ich dich? Ich mache auf jeden Fall erstmal das Wasser wieder hoch. Und dazu brauche ich wieder den Triple Jump der Töterei, ey. Gott verdammt, jetzt war es zu wenig. Die Folge wird ein bisschen überzogen, aber ich mache die Mission noch. Oder zumindest die 100 Sterne. Geht das mit dem Sprung auch? Ja! Das ist ja viel toller. Ich muss auf die andere Seite. Nein, mein Freund. Nix gibt's. Go, go, Paul. Ich rutsche nicht. Sei es so.
Sei es drum. Kann ich mir am Arsch lecken. Okay, du kannst die Kamera nicht drehen. Ich schon. Bob Omb muss irgendwo ganz weit oben sein. Also eine drehende Plattform ist dafür jetzt aber gerade hart behindert. Mir ist jetzt so im Kopf, dass der Bob Omb irgendwo über Wasser sein müsste. Aber wo? Zum Teufel. Vielleicht bei dem Bob Omb, wer weiß. Gibt es noch einen höheren Wasserspiegel? Wüsste ich gerade nicht. Ah ja, ich glaube, da muss ich hinspringen. Okay, jetzt ist ja kein Problem mehr, da hochzukommen. Oder so. Gottverdammt, Mario. Jumpman. Das habe ich jetzt auch schon öfters sagen müssen. Kennt sie Shit? Das Level ist eigentlich cool. Warum mag ich das nicht? Warte. Nein, warte. Nein, so, so. Jetzt muss ich zu dem Bob Omb. Welcher da ganz hinten ist? Wie soll ich? Da kann ich mich ja nur mit der Kanone hinschießen. Gibt's einen höheren? Nee. Boah, ich brauche die Kanone. Ist das Level so konzipiert, dass es genau 90 Münzen gibt? Weil da ist ein Stern drin. Ich muss doch höher kommen. Was ist das denn jetzt? Jetzt fehlt mir... Oder mache ich gerade was grundlegend falsch? Machen wir das mal kurz. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, glaube ich. Ich muss das Wasser noch mal einen tiefer machen. Tut mir leid für die elendslange Folge. Aber das Level verwirrt mich. Aber ich habe als Kind nicht oft genug gespielt, um jetzt zu wissen, what to do. Aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Also keine Sorge, alles im Bereich des Clarissimus. Sind hier Münzen drin, zufälligerweise? Awesome. Dann habe ich dich schon mal, musste ich nicht nochmal machen. Und wisst ihr was eigentlich? Lass uns doch mal genau hier einen Cut setzen und wir suchen in der nächsten Folge weiterzumachen, weil sonst geht die Folge zu lang. Falls es euch gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, bis es beim nächsten Mal wieder. Dann bin ich das raus. Und tschüss.